Ja. So, jetzt ist es bald soweit. Noch ein Monat, dann kann unser Kolonieschiff gebaut werden. Situation log updated. Ja. So geht los. Und auf der Oberfläche von hier. Das stimmt auch. Hier müssen wir bloß bald wieder einen neuen bauen. Und giftiger Sumpf Situation log entfernen ist auch updated. bald sehr notwendig. So, du könntest noch mal kurz dahin schauen, mal sehen, was da so auf uns wartet. Vielleicht schafft das unsere Flotte ja schon. Orbitale Schiffswerft, das haben wir ja schon gute Erfahrung damit gemacht. Das kannst du mal erforschen. Genau. So, Konstruktionsschiff. So, 72, 72, 72. Das sind ungefähr, also sollten wir es schaffen. Wenn die nicht auch gleich zusammen kämpfen, sollte das eigentlich kein Problem sein. Nee. Definitiv nicht. Aber wir brauchen jetzt auch ein weiteres Forschungsschiff, damit wir die ganzen Anomalien und sowas auch korrekt erforschen können. Großprojekt, sollten wir das machen? Großprojekt, automatisierte Schiffswerft, da ist schon wieder weg, oder was? Genau, kümmere dich mal drum. Situation log updated. Ich sehe gerade, wir müssen dann auch hier ein bisschen was upgraden, aber erstmal möchte ich mich doch um das Forschungsschiff kümmern. Ihr macht eure Sache nicht gut. Ja. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Forschungsschiffe her. Ihr seid willkommen. Ihr ja nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus? Die mögen uns sogar noch mehr. Und die mögen uns immer weniger. Situation log updated. Was haben wir denn in Handelsabkommen? Wollen wir denn Informationen tauschen? Möchtet ihr das auch? Möchtet ihr nicht? Dann meinetwegen, dann bekommt's von uns und seid fröhlich damit. Man muss sich ja ein bisschen gut stimmen hier, ne? Ein bisschen um seine Nachbarn kümmern. Ach ja, so. So, Kolonieschiff sollte fast fertig sein und Zier wartet bereits auf die Kolonialisierung. Freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Ja, was war jetzt? Ja, es geht nach unten, ich weiß schon. Aber wir können ja hier auch so unsere Teile verbessern. Verbessern wir einfach mal wieder zwei, dann gibt es auch wieder ein bisschen mehr Energie, ne? Ich glaube, hier werde ich auch Energie bauen müssen. Special project complete. Okay. Sie hat uns also wieder eine fortschrittliche Fregatte gebaut. Na schön. Also gleich dasselbe Ergebnis wie vor uns. Forschungsschiff, so. Du kannst dich jetzt mal hier drum kümmern und die Überreste erforschen. Mal sehen, was die so Feines für uns liegen lassen haben.
Die waren, glaube ich, noch zu stark, aber das da, na gut, das ist außerhalb, können wir, dürfen wir eh nicht hin. Sollten dann weiter drüben erforschen. Also entweder noch ein bisschen hier hoch oder wir sehen dann in der Nähe von Zier weiter. So, Zier, auch sogar mit Ring, also, ah, oh, geil, und mit einem geilen Mond. Also erstmal schicke ich das hier her. Besten gleich hier, da gibt es gleich ordentlich Nahrung. Oh, das ist ein sehr schöner Planet. Aber allgemein, also... Na? Wenn man sich das so vorstellt, wenn man auf dem Teil wohnt und dann noch diesen wirklich coolen Mond danach hat. Manchmal sieht man vielleicht auch noch die anderen Planeten. Gut, die Sonne sieht aus wie bei uns. Ja, stell ich mir auf diesem Planeten, stell ich mir schön vor. Ja. Definitiv, das wird gut. Konstruktionsschiff, du bist fertig. Konstruktionsschiff, du darfst hier weitermachen. Forschungsschiff, wo bist du? Oha. Das sieht aus wie Insekt. Und das war hier unten, vom Süden her. Okay, oh, wir haben keine... Ach stimmt, Forschung festlegen. Vielleicht verbessert das Physiklabor. Physikforschung ist sehr wichtig. Construction complete. So, du brauchst jemanden. Was haben wir denn hier so schönes? Entdeckungschance, Anomalien plus 10%, Forschungsgeschwindigkeit, Militärtheorie. Dann bist du unser Mann. Wir haben ja keine 50 Einfluss. Nun gut. Dann musst du noch ein Stück warten. Sollte aber ja nicht lange dauern. So, Kolonieschiff ist unterwegs, ne? Ihr könnt euch reparieren, fliegen. Ist auch dringend notwendig, wenn ich die eine Korvette so sehe. Dann haben wir auch bald 50. Ja, dann hast du ja gleich noch mehr. Hat sich das gelohnt? Ja, hat sich gelohnt. So, Zier wird kolonisiert. Sehr schön. Du wirst gleich... Steuerung 4, geht das? Alles klar. Bitte einmal landen. Na, wann geht's los? Jetzt geht's los. Es muss sehr knapp gewesen sein. Was ist das? Alienschiffe. Alienschiffe, Alpha Aliens, okay. Alpha Aliens. Alpha Aliens waren ja, glaube ich, diese Amöbe, schätze ich, ne? Beta Aliens ist auch irgendwas von uns. Okay, es ist okay. So, du kannst jetzt einen Anführer bekommen. Nämlich den Entdeckungschance Anomalien. Und dann kannst du hier gleich mal noch... Ich meine natürlich hier. Ist ja noch nicht ganz... Ah, halt, verkehrt. Bevor du das machst, bitte hier, System erkunden. Das haben wir vor uns nicht abgeschlossen. Hier wird sich ausgebreitet, das ist sehr schön. Wie sieht's denn aus? Braucht ihr bald einen neuen... bebauten Platz? Nein. Hier aber schon. Bauen und entfernen. Verbessern. Ingenieurlabor. Ich glaube, ich warte dann lieber und baue dann das Physiklabor. So, du hast es geschafft. Da die letzte noch und dann ist gut, ja. Okay, interessant. Wo kommt ihr denn her? Ihr seid... Ah, okay, ihr seid pazifistisch, materialistisch und individualistisch.
Dann können wir euch damit... Achso. Nee, das ist eher nicht... Ich würde eher sagen, pazifistisch. So, wo kamt ihr her? Ah, da. Okay, da hat sich also hier unten das auch schon geklärt mit Ausdehnung und Wachstum. Dann geht's da oben weiter. Okay, alles klar. Das kostet uns 50 Einfluss und 350 Materialien, aber das müssten wir eigentlich haben. Sonst noch irgendwo Gegner, um die wir uns erstmal kümmern müssen, nee, oder? Nix, was jetzt... Man könnte höchstens mal dahin schauen, was hier so los war. Sternenkarten zustimmen, okay. Haben wir. Ah! Ach, ihr habt ja unten auch gleich wieder kolonisiert. Sieht ja aus, als ob ihr noch viel Platz hättet. Naja, viel Spaß. Bei uns wird es jedenfalls gerade mittlerweile ziemlich eng. Aber gut, muss ja nichts heißen. Forschungsschiff, du hast es geschafft. Das ist alles erforscht. Dann hier, bitte weitermachen. Es müsste auch bald in unserer Reichweite liegen. Arktisch, stimmt. Das können wir dann auch kolonisieren. Ja, langsam wird's. Auch wenn wir ein bisschen langsamer wachsen, glaube ich, als die anderen. Wir haben ja jetzt gerade mal 4 Systeme, wo die anderen schon 5 haben. Aber mal sehen, vielleicht holen wir das noch auf. Du kannst jetzt natürlich das System selber auch erkunden. Haben wir noch irgendwas, wo wir jetzt schnell was bauen können? Nee, eigentlich eher nicht so. Wir können höchstens noch eine Forschungsstation bauen. Und danach kannst du dich ins Zier-System begeben und da ein bisschen den unterstützen oder die Arme greifen. Wobei mir einfällt, wir könnten da eher noch ein Konstruktionsschiff bauen. Wie sieht's aus? Dauert noch ein Stück. ...185, das schafft ihr doch. Das schafft ihr locker. Auch interessant, muss ich sagen. Was bis jetzt da gefunden wurde. Nur leider nichts zum Kolonisieren. Construction complete. Debris analyzed. Ist das schon? Ne, ist noch nicht. Hostile fleet engaged. Nicht mehr lang und es müsste in unserem Gebiet liegen. Das ist immer noch nicht. Colony established. Situation log updated. Sehr schön. Ihr könnt gleich mal. Oh nee, halt, ihr müsst es mal reparieren. Fliegen, sonst verlieren wir die eine Korvette. Das ist, denke ich, die richtige Entscheidung. Damit es noch ein bisschen bewohnbarer wird. Da freuen die sich ja noch mehr. Und wir müssen unbedingt entweder das oder das müssen wir auf jeden Fall erforschen, damit wir bald mal ein bisschen wieder Platz haben. Aber es dauert auf jeden Fall noch eine ganze Weile, ehe wir arktische Welt kolonisieren erforscht haben und der Rest. Es dauert noch, Leute. Aber geht vorwärts. Construction complete. Wollen wir jetzt im Vergleich zu den anderen ja eher klein wirken von unserer Ausdehnung her. Aber wir haben auch relativ kompakt kolonisiert. So, Forschungsschiff. Du hast erfolgreich erforscht. Du kannst da weitermachen.
Kannst da weitermachen. Ja, mit dir. Ach so. Das liegt jetzt in unserem Einflussgebiet. Sollten wir dann auf jeden Fall mal hinschauen. Ich glaube, da waren ja auch noch Gegner. Müssen wir dann später uns nochmal auf die Socken machen. Der ist noch nicht ganz gewachsen. Können wir dann danach auch uns damit vergnügen? Ja, das, die haben erstmal noch Puffer. Ja, und hier 350. Okay, müssen wir 350 zusammensparen. Auf diesem unwirklichen Feld gibt es Anzeichen für Aktivitäten des uralten irisianischen Konkordats. Okay. Das sollten wir doch näher untersuchen. Okay, und 350, das haben wir auch fast. So. Bis jetzt haben wir auch nur Tundra-Welten kolonisiert. Ist schon okay. Ich würde zu gern irgendwie da unten noch hinkommen. Vielleicht bekommen wir es ja irgendwie hin, die wieder dazu zu bringen, dass die ihre Grenzen öffnen. Oder wir machen sie zu unserem Vasallen. Achso, hätte ich mal schauen müssen. Dies sind Flottenstärke überlegen, Flottenkapazität überlegen und Technologiestufe sind sie uns auch überlegen. Dabei sind die jetzt eigentlich so technologisch gar nicht, sag ich mal, versiert. Frag mich, wie sie das gemacht haben. Aber naja. Wir hatten ein paar Rückschläge. Da kann das schon passieren. Jetzt. Einmal ausbauen, bitte. So, irasianische Kreuzer auf Land. So, das sich langsam drehende Schiff zeigt keine offenkundigen Anzeichen für Waffenschäden. Außerdem sind sämtliche Rettungskapseln vorhanden. Wie zu erwarten war, können aus dem Schiffsrumpf keine Energiesignaturen erfasst werden. Bemerkenswert. Spezialprojekt. Auf Karte verfolgen. Gehe zu. Du kannst das gleich mal erforschen. Ich möchte wissen, was da an dem Kreuzer ist. Du hast es geschafft, dann kannst du dich mal schnell dahin begeben. Du bist erkundet, du kannst dich auch dahin begeben. Construction complete. Research complete. Research complete. Physiklabor, sehr schön. Was geht denn jetzt? Jedes Mal, wenn wir eine Technologie erforschen, werden bis zu 4 neue Optionen generiert. Wir haben jetzt 9 Auswahlmöglichkeiten. Ja, zum Glück Qual der Wahl, ne? Das ist schon eine fortschrittlichere Waffe, aber es bringt uns alles nichts, wenn wir die nicht betreiben können. Deswegen brauche ich definitiv erstmal die Fusionsenergie. Zelle, damit wir ja auch mal ein paar Schilde bauen können. Vorher wird das nichts. Das wäre natürlich auch interessant, weil wir mit den Credits jetzt noch nicht so super im Reinen sind. Aber ich denke trotzdem, dass das erstmal sinnvoller ist, damit wir auch erstmal Schilde und überhaupt irgendwas bauen können und unsere fortschrittlicheren Waffen auch entsprechend versorgen können. So, wie sieht's bei euch aus? Ach, das dauert noch eine Weile. Du wirst verbessert. Du wächst noch eine Weile. Da brauchen wir wieder 350 und 50 Einfluss. Das dauert auch noch kurz. Können wir dann aber machen. Können wir dann aber machen. So, ihr seid unterwegs. Da war also nichts mehr. Das ist schön. Könnt ihr mal dahin gehen. Hier unten hat sich es für uns eh großteils geklärt. Construction complete.
Da sind wir überall abgeschlossen. Abgeschnitten. Abgeschlossen. Leider nicht. Negativbilanz. Inaktives Gebäude. Ja, weiß ich doch. Ah, so. Geht's sofort weiter. Special Project complete. Der irasianische Kreuzer wurde untersucht. Schön. Sterbliche Überreste der gesamten Besatzung sind gefunden. Die sind an javorianischen Pocken gestorben. Oh weia. Die hat sogar zum Aussterben der Irasianer geführt. Wir sollten uns davon, glaube ich, eher fernhalten. Manche wurden erschossen, weil sie die Rettungskapseln erreichen wollten. Die wollten vermutlich eine Epidemie verhindern. Ja, es war alles unter Quarantäne gestellt worden. Okay. Gut zu wissen. Dann darfst du den Rest noch erkunden. Du darfst gern hier weitermachen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wollte der mich... Nee. Es sah gerade ganz kurz so aus, als ob ich schon in der Lage gewesen wäre, Terraforming-Station zu bauen. Das hätte mich aber jetzt, sag ich mal, überrascht. Ja, das solltet ihr locker schaffen. Wie sieht es denn eigentlich aus? 24 Monate und 360 Tage. Also wenn es noch 12 Monate sind, können wir auch gleichzeitig schon mit dem Bau eines weiteren Kolonieschiffs beginnen. Du hast es bald geschafft. Wir müssen dann dringend irgendwas erforschen, was es uns hilft. Ein bisschen mehr Platz auf unserem Planeten zu schaffen. Hostile Fleet engaged. Situation Log updated. System Survey complete. So, okay, das hat ja jetzt nicht viel ergeben. Du kannst da mal hier weitermachen. Und du kannst dich darum kümmern, wenn wir denn genug haben. Jetzt haben wir genug. Sehr schön. Das andere Konstruktionsschiff ist auch fertig, aber wir haben nicht genug Ressourcen. Situation Log updated. Anomaly found. Im Zuge der Kartografierung der Oberfläche dieses Planeten wurde eine merkwürdige Bergformation im südlichen Hemisphäre identifiziert, wie es sich anscheinend nicht auf natürliche Wege gebildet hat. Okay, Frelaxo, du hast meine Freigabe. Der Imperator befiehlt. Ah, Frosche, bitte. Okay. So. Es pustet uns überall an. Die Tundra-Welten pusten uns an. Raumhafen. 360. Ich glaube, für 360 baue ich demnächst ja auch mal einen Raumhafen hin zu dem Planeten. Der ist ein bisschen außerhalb. Ich glaube, der braucht einen Raumhafen. Sicher ist sicher, ne? So. Du baust schon? Wo ist denn hier noch? Ne, danach ist ja alles gebaut, was gebaut werden konnte. Ist das jetzt endlich? Ne, immer noch nicht. Ah. Aber hier. Da, bitteschön. Das ist ein Stück zu fliegen, aber wir brauchen das. Aha, diese Bergregion hat sich also... meine gewaltigen skelettierten Überreste eines einzelnen kolossalen Alien herausgestellt. Das ist ja Wahnsinn. Die Knochen sind 3 bis 4 Milliarden Jahre alt. Haha. Okay, Wissenschaftler haben ja doch herausgefunden, dass ich in der Geschichte des Planeten so eine Lebensform hätte nicht entwickeln dürfen. Okay, spezielles Forschungsprojekt. Gigantisches Skelett auf Karte verfolgen. Bitte Projekt erforschen.
Das interessiert mich jetzt, was das für eine gigantische Lebensform sein sollte gewesen ist. Ihr könnt schon wieder reparieren, fliegen. Wird Zeit, dass wir uns militärisch auch bald mal ein bisschen weiter... Achso, das ist gleichzeitig auch noch... Naja, gut. Okay, momentan haben unsere Konstruktionsschiffe nichts, was sie machen können. Wenn das nicht bald... Spätestens, wenn wir Arktis erforschen können... Jetzt ist es auch schon soweit. Das heißt, wir können auch schon ein Kolonieschiff in Auftrag geben, wenn wir denn genug Ressourcen hätten. Brauchen dann später auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie. Das kostet uns Energie. Ah, du hast es geschafft, alles klar. Dann können wir dich eigentlich gleich noch verbessern. Aber ich baue erstmal dann das Kolonieschiff. 360. Alles klar. Nun gut, aber liebe Leute, für diese Session war es jetzt erstmal für mich. Mal sehen, geht dann später irgendwann wieder weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit bis hierhin. Es sind ja jetzt ein paar Folgen geworden. Ja, und dann später geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir mal einen Daumen hoch oder so. Damit ich mich Evil darüber freuen kann. Ansonsten lasst es euch gut gehen, Leute. Wir sehen uns. Euer Evil Bob.